herzlich willkommen bei der Firma Pflüger. Das Thema Nachhaltigkeit hat uns eigentlich schon immer beschäftigt. Der Vater ist früher losgegangen, hat Wildkräuter gesammelt, aber immer nur die Hälfte, damit die Pflanzen auch nachwachsen konnten. Heute machen wir diese Systeme auf moderne Art und Weise. Wir haben Strom aus Wasserkraft, wir haben Erdwärmesysteme in der Firma und wir haben auch Photovoltaik. Und das zeigt Ihnen aber meine Kollegin. Ja, Herr Pflüger hat es gerade schon erwähnt. Wir haben alle unsere Bauprojekte immer mit der Erzeugung von erneuerbaren Energien kombiniert. Es ist uns dadurch möglich, 80% unseres Wärmebedarfs über Erdwärme zu erzeugen. Und wir haben 3 Solaranlagen, wovon wir jetzt hier die neueste sehen. Wir schaffen es mit den Solaranlagen, ca. 20% unseres Strombedarfs zu erwirtschaften. Insgesamt haben wir 200 Kilowatt Peak, auf die wir zurückgreifen können. Ja, was macht man mit der gewonnenen Elektrizität? Wir nutzen die teilweise im Betrieb. Wir haben aber auch, als unser alter Gabelstapler abgängig war, auf E-Mobilität gesetzt und einen Elektrostapler gekauft. Und für die kleinen Besorgungen hier rund um den Betrieb haben wir ein Lastenfahrrad angeschafft. Und die werden dann halt eben auch mit einem E-Bike-Lastenfahrrad erledigt. Ja, das Erzeugen von regenerativen Energien ist die eine Seite. Die andere Seite ist das Energieeinsparen. Und auch da wollten wir nicht untätig sein und haben unsere Druckluftanlage optimiert. Von einer ungesteuerten Produktion sind wir auf eine gesteuerte Produktion gegangen mit der Anschaffung von 2 etwas kleineren Kompressoren. Und wir schaffen es so, dass wir in produktionsfreien Zeiten nur die Grundlast produzieren. Und durch diese Reduktion der Taktung konnten wir 50% der dort benötigten Energie einsparen. Wir haben weiterhin im Betrieb den Betriebsdruck um 1,5 bar senken können. Und alleine durch diese Maßnahme, eine sogenannte Low-Hanging Fruit, konnten wir schon konnten wir CO2 einsparen in einem Bereich von 5 bis 6,5 Tonnen pro Jahr. Und wir haben die Leckagenbehebung in unseren Wartungsplan aufgenommen. Und mit all diesen Maßnahmen konnten wir 37.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr einsparen.